Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einem Review, einem Fazit. Ja, in ein paar Worten möchte ich euch einfach mal erzählen, wie es mir mit dem Spiel Arms Trade Tycoon Tanks so ergangen ist, ob das Spiel ein Kauf für euch ist oder ob ihr es besser wishlisten solltet oder ob es vielleicht auch gar nichts für euch ist. Das Spiel geht morgen am 6. Februar 2024 in die Early Access, ist vom Entwickler Fungi entwickelt. Ja, das ist ein kleines Studio, die haben das über Crowdfunding finanziert, wird dann von Microprose gepublished, was schon mal, finde ich, ein sehr, sehr sympathischer Publisher ist. Von daher sollte man dieses Spiel zumindest mal ins Auge fassen. Möchtest du ein bisschen Gameplay sehen? Ich verlinke dir einfach mal mein, ja, angespielt dazu. Ich habe einen Stream und drei Folgen eines Let's Plays mal aufgenommen. Da kommt doch ein bisschen was zusammen an Playtime. Müssen so 4, 5, 6 Stunden sein oder so. Und da kannst du dir ein bisschen Gameplay anschauen, wenn du möchtest. Wenn nicht, dann bleibst du eben kurz dabei und dann erkläre ich dir, was hier als nächstes passiert mit dem Spiel und ob das für dich eventuell ein Kauf oder eben nicht ist. Was ist denn überhaupt Arms Trade Tycoon Tanks? Das ist ein typisches Tycoon-Spiel, also du schlüpfst in die Rolle eines Tycoons, eines Industriellen, eines Moguls, der eben ja in der Rüstungssparte sein Glück versucht. Also du führst letzten Endes einen Rüstungskonzern, der sich auf die Panzerwaffe beschränkt. Die Panzerwaffe kam in Form der britischen Tanks im Ersten Weltkrieg eben auf. Vielleicht spielen wir auch deswegen dann zu Anfang nur die britische Kampagne. Da bauen wir eben dann die ganz typischen britischen Panzer Mark I und so, die Engländer eben, ja, mit denen die Engländer den Panzer eben erfunden haben, um diesem Horror des Ersten Weltkriegs, des Stacheldrahts und der Maschinengewehrnester eben was entgegenzusetzen. Die Idee hinter dem Panzer ist eben wieder, diese erstarrte Front in einen Bewegungskrieg dadurch zu transformieren und ebenso Durchbruchsspitzen, Durchbruchsbewegungen generieren zu können, um dann eben den Krieg wieder in die eine oder in die andere Richtung zu treiben. Das ist die Idee hinter Panzern und das ist auch das, was ihr dann immer im Hinterkopf behalten müsst. Ihr müsst eben gucken, wie baue ich meine Panzer, was wollen meine Regierungen eigentlich haben, wollen die einen schnellen Panzer, wollen die einen gepanzerten Panzer, wollen die einen stark bewaffneten Panzer und so weiter. Also es gibt ja eben verschiedenste Attribute oder Faktoren, Werte, auf die ihr einfach achten solltet, wenn euer Panzer dann auch als Kassenschlager eben am Markt einschlagen soll und ihr eben dann Geld verdient, um euer Imperium weiter auszubauen. Das ist mal so der grobe Umriss, was dieses Spiel eigentlich ist. Es kommt, wie gesagt, morgen am 6.2.2024 geht es in die Early Access. Ist dir das alles noch zu früh? Bist du dir nicht sicher? Dann wishliste das Spiel erstmal. Das ist für die Entwickler auch schon mal sehr wertvoll, weil ich habe ein Interesse daran. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe den Key von Microprose freundlicherweise umsonst bekommen. Ich werde dafür aber nicht bezahlt, jetzt hier für die Jungs Werbung zu machen. Mir liegt dennoch Microprose sehr am Herzen, weil ich finde, es ist ein Publisher, eben der das Herz am rechten Fleck hat und einfach, man hat das Gefühl halt immer, es sind Spiele von Gamern für Gamer und ich stehe auch einfach total auf so crowdfinanzierte Projekte. Ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist eher nichts für mich, ich will Vollpreistitel und ich warte lieber, aber dann packt das doch zumindest schon mal in die Wishlist, weil das, finde ich, hat das Spiel in jedem Fall verdient. Es wird erstmal nur auf Englisch kommen
was für den einen oder anderen vielleicht ein Dämpfer ist. Also auch für solche Leute ist dann die Wishlist vielleicht die bessere Variante. Mal gucken, was die Modding-Community so bietet oder je nachdem, wie finanziell erfolgreich der Titel ist, kann ich mir vorstellen, kommt da vielleicht auch noch eine deutsche Lokalisierung. Aber erfahrungsgemäß ist halt bei kleinen Projekten ist es immer schwierig, weil es einfach eine Frage des Geldes ist. Und dann fragt man sich natürlich schon als Entwickler, packe ich mein knappes Budget, was ich habe einfach und packe ich das einfach in Spielmechaniken, in Bugfixes, in bessere Grafiken. Sound ist auch immer ein großes Thema finanzieller Natur, ja. Oder übersetze ich das halt auf Deutsch? Ich muss sagen, man kommt auch mit mittelmäßigen bis schlechten Schulenglisch da eigentlich ganz durch. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk und man kann sich auch mit Google so ein bisschen behelfen. Also ihr müsst ja nicht wie bei Crusader Kings da jetzt ständig irgendwelche langen Events lesen und verstehen, sondern wenn ihr mal so ein paar Vokabeln begriffen habt, was Armor ist, ja, dann wisst ihr, das ist die Panzerung und dann ist auch erstmal gut. Also habt da nicht unbedingt eine Scheu, aber ich kann auch verstehen, wenn er sagt, Englisch ist so gar nicht meins, dann packt das mal in die Wishlist und dann muss man halt mal abwarten. Nur die britische Kampagne, da sollen aber noch andere Kampagnen nachkommen. Es gibt schon andere Panzer auf der Welt, also deutsche Panzer habe ich sogar schon wirklich gesehen. Da sage ich gleich nochmal was dazu, wie sowas als Engländer zustande kommt. Aber ich habe auch gesehen, die Franzosen bauen da Panzer. Also da wird es noch amerikanische, die Russen oder die Sowjets werden natürlich da mit ihren berühmten Panzerlinien dann auftauchen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht sogar dann später auch der Merkava oder so da auftaucht. Das wäre ja wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Dann nochmal zwei Punkte, bevor wir jetzt in die Features en Detail gehen, möchte ich nochmal zwei Dinge einfach mal ansprechen, die, glaube ich, wichtig zu wissen sind. Ich habe jetzt eine Pre-Release Presseversion gespielt und das Spiel läuft zu 100% stabil. Kann ich so sagen. Ich hatte jetzt in meinen 5-6 Stunden keinen Absturz. Also das ist schon mal richtig cool. Man hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwas, man merkt, dass es eine Early Access ist, das ist ganz klar. Es fehlen viele Features irgendwie, wo man merkt, da wird noch was gebaut oder in der Anleitung, sag ich mal, ja, es gibt so eine Enzyklopädie, wo man nachschlagen kann, was ist oder was das Interface irgendwie macht. Es gibt auch ein Tutorial übrigens, was finde ich absolut ausreichend ist, was einen so einführt ins Management einfach von deinem Unternehmen, denn zu Anfangs erschlägt einen das ein bisschen, ja, man hat diese Fabrik vor sich, denkt sich so, wow, okay, das ist ganz schön viel, macht einfach den Haken beim Tutorial an, fangt einfach an loszuspielen, erstmal denkt ihr so, hey, ich dachte, es gibt ein Tutorial, aber sobald die Zeit ein bisschen voranschreitet, tauchen dann eben so Tutorial-Aufträge oder so, sag ich mal, auf und dann sagt er, jetzt klick mal da drauf und es ist total ausreichend. Und also Game läuft stabil, ihr habt ein Tutorial, was euch da einführt. Wie gesagt, auch mit mittelmäßigem Englisch finde ich das kein Problem. Und dann sind wir gleich beim nächsten Punkt, den ich jetzt nochmal vorweg schicken möchte. Das Spiel hat Schwächen, dazu kommen wir auch nochmal. Aber trotzdem hat es ein, wie ich finde, extrem hohes Suchtpotenzial. Also ihr habt ständig so eine Karotte vor der Nase und manchmal nerven euch auch Sachen, wo ihr denkt so, oh, jetzt muss ich das schon wieder, aber immer wedelt hier einer mit der Karotte, wo ihr dann die will ich jetzt aber nochmal haben, die will ich jetzt nochmal haben halt, ja. Und ihr seht das auch in meinem Let's Play halt, ja, ich habe da nicht so 30 Minuten Videos gemacht oder so, weil diese 30 Minuten so schnell um sind, also die Zeit rast und ihr kommt in der im Spiel selber zeitlich gar nicht so voran. Ich bin jetzt in den 4-5 Stunden die ich aufgenommen habe für das Let's Play. Ich glaube, gerade mal bis Anfang 1916 oder Ende 19. Ich glaube, Anfang Mitte 1916 oder so. Also ich bin da nicht weit vorangeschritten in der Zeit halt, ja. Wo wir beim nächsten Punkt wären, das Spiel geht bis in die Neuzeit.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Stunden Playtime es braucht, bis du überhaupt mal in den 80er Jahren bist oder so. Also ihr baut wirklich am Ende dann Leopard 2 A6, ihr baut Abrams Panzer, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob dann so der Merkava da auch auftaucht, ja. Ihr baut die ganzen russischen T-Linien und so, also hochspannend, wie ich finde. Hohes Suchtpotenzial, also ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Game einfach so gecatcht hat und so pjung. Also von daher richtig cool. So, ich gehe jetzt mal auf ein paar Features ein. Also ich habe schon gesagt, das Spiel fängt 1914 an. Ihr fangt auch direkt mit der Panzerentwicklung an. Das ist nicht historisch. Also die Panzer selber und die Bauteile, die ihr bei den Panzern verbaut, die sind historisch. Das sind wirklich 1:1 Nachbildungen. Ihr müsst nicht die Panzer 1:1 nachbauen. Ihr könnt dann auch kombinieren, ihr könnt Teile aus deutschen Panzern nehmen und die halt in den englischen Panzer einbauen oder so, ne? Also, aber die, sag ich mal, die Basis, auf der diese Teile nun mal existieren, das sind alles historische Panzer, also ihr lernt da auch ein bisschen was und wer vielleicht da sowieso auch dem Kanal des Panzermuseums folgt oder so, für den ist das einfach toll, ja, weil ihr einfach da Einblicke in die Panzereien kriegt und und auch ganz interessant, wenn es dann losgeht mit, wie Kommunikation eigentlich entsteht in einem Panzer. Am Anfang hat man sich einfach nur angebrüllt, ist in so einer Stahlröhre gewesen, wo ein großer V12-Motor halt rattert und die Abgase und Maschinengewehre schießen und Kanonen schießen, ja, und dann und unterhalte dich jetzt mal halt, ja, während da 10 Mann halt Besatzung in diesem Raum stehen halt, ne, und dann kommen dann später so Sprechrohre, wie bei so Schiffen oben auf den Panzern haben die dann so wie so Stellsignale von den Eisenbahnen oder so Wimpel oder also so ganz primitive Formen der Kommunikation erhalten dann Einzug in die Panzerwaffe, aber die bringen euch natürlich trotzdem weiter nach vorne und daraus wird dann auch irgendwann der Sprechfunk und ja, und das Nachtsichtgerät und so, ne? Also, das ist total spannend zu sehen, wie diese Hauptwaffenträger Panzer an Bedeutung gewinnt im Militär und dann eben auch sich seinem Einsatzzweck immer weiter anpasst, ne? Dann geht dann der Gaskrieg los, also brauchen die Panzer ja natürlich auch einen Schutz gegen Gas und so weiter. Also, das ist hochspannend für Leute, die technisch, historisch da interessiert sind für dieses Mega. Wenn ihr den Ersten Weltkrieg erwartet, jetzt nachzuspielen, das wird es nicht sein, halt, ja. Wo wir dann schon bei dem nächsten Punkt wären, ihr habt auch eine weltpolitische Bühne, also es gibt große Nationen, Großbritannien mit seinem Empire und seiner Kolonien, also ihr habt wirklich eine ganze Weltkarte, das Deutsche Kaiserreich. Das verändert sich natürlich auch alles. Es werden ständig Kriege geführt. Das ist sehr ahistorisch. Also wen das jetzt stört, wenn dann gleich wieder England gegen Belgien, so war das bei mir zumindest, ja, Krieg geführt wird, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Für mich ist es auch so ein bisschen, aber das ist auch nicht das, worum es in dem Spiel geht. Ja, euch interessieren die Kriege eigentlich nicht. Euch interessiert nur, wer kauft das? Und wie viel zahlt er vor allen Dingen, ja? Also, natürlich könnt ihr dann so einen rollenspielerischen Ansatz fahren und sagen, okay, ich bin Brite und ich bin Patriot, ich verkaufe nicht an Belgier oder an Franzosen. Das könnt ihr natürlich machen. Oder ihr sagt, ich bin einfach nur profitgeil, ich verkaufe an jeden. Und wenn der afrikanische Warlord in den 50er Jahren meine modernen Panzer haben will, dann kann er die natürlich haben. Er muss mir nur ein paar Blutdiamanten auf den Tisch legen. So. Aber die Diplomatie, die Politik ist, ja, es interessiert einen leider nicht. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, da kommt auch noch was, dass Events halt irgendwie ein bisschen spannender werden und eben größeren Impact auf euch, auf euer Unternehmen, auf Fördermittel, die Regierungen bereitstellen. Also sowas gibt es halt auch, ja, dass eine Regierung dann merkt, dein Konzern ist halt, also wie das in der Realität halt auch ist, ist ein Hoffnungsträger in der Forschung, in der Rüstungsproduktion. Also fördern wir das mit Steuergeldern und dann kriegt ihr eine Finanzspritze. Ich habe es tatsächlich noch nicht bekommen, aber das wird es geben.
Genau. Dann seht auch immer, wenn Kriege geführt werden, dann gibt es Schlachten, die euch angezeigt werden. Spamartig, muss ich sagen. Macht unbedingt den Haken bei, ihr könnt in den Optionen einstellen, wenn ihr einen Pop-up kriegt, da wird auch die Zeit immer angehalten, macht den Haken weg bei den Schlachten. Denn die sind einfach noch nicht fertig so entwickelt, sozusagen. Das ist einfach nur Spam, der euch spielerisch, das hat keinen Impact und nervt einfach tierisch. Aber ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe mir sagen lassen, in der Demo gab es wohl schon so Gefechte, wo man dann so ein paar Videoanimationen gesehen hat, wo euer Panzer dann gegen das Gegenüber quasi kämpft. Dann kriegt man auch so ein paar Zahlenberichte. Also das würde mir auch schon ausreichen. Nicht bei jedem Gefecht, aber vielleicht so stellvertretend für einen Krieg oder so, dass man dann einfach mal seinen Panzer auch in Action sieht. Ein weiteres Feature ist auch, dass ihr euren Panzer in einem Parcours erproben könnt selber. Ich habe festgestellt, dass, weil ihr müsst, wenn ihr die Panzer entwickelt, dann ja schon auch gucken, welche Tragekraft hat jetzt die Kette zum Beispiel, ja? Und dann, wenn der zu schwer wird, ja, dann kommt der den Berg nicht mehr hoch oder so, ja? Also, es sind unheimlich viele, ja, Werte, die ihr beachten müsst, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir über die Panzerentwicklung selber reden, aber wo ihr einfach Mist bauen könnt sozusagen. Das könnt ihr in dem Parcours erproben und könnt dann mit eurem Panzer da rumfahren, könnt ein bisschen schießen. Es ist ganz nice halt irgendwie. Das macht ein, zweimal Spaß und dann nervt es auch ein bisschen. Das lag aber jetzt bei mir vor allen Dingen daran, dass ich auch immer den gleichen Panzer zwar weiterentwickelt habe, aber irgendwie kam jetzt nicht wirklich was Neues. Aber ich glaube, wenn ihr dann so euren Leopard-Panzer dann entwickelt habt, dann fahrt ihr damit da schon mal durch die Gegend und guckt euch das mal an. Aber nach der sechsten Leopard-Variante macht ihr das dann nicht mehr, ne? Also ihr bekommt aber wie so eine Spielkarte, wenn ihr das macht. Also wenn der Panzer gut performt auf dieser Teststrecke, die ihr selber fahrt, kriegt ihr so eine Spielkarte, die ihr dann, glaube ich, im Gefecht einsetzen könnt. Es gibt dann in den Gefechten, die, wie gesagt, ich noch nicht gesehen habe, weil das einfach noch nicht implementiert ist. Aber da gibt es wohl verschiedene Phasen. Also eine Aufstellungsphase, eine Bewegungsphase irgendwie, dann eine Gefechtsphase, also einen Feuerkampf und dann eine Rückzugsphase und eine Reparaturphase, glaube ich, irgendwie so. Ja, und bei diesem Parcours bekommt ihr eben so Karten, die euch dann Boni, also Buffs geben auf die jeweiligen Phasen, ja. Verstärkung, Reparatur im Feld und so weiter. Es klingt irgendwie interessant, aber da bleibt eben abzuwarten, was der Entwickler dann daraus wirklich macht. Mir reicht eigentlich das Tycoonige schon, aber klar, wenn man da noch ein geiles Feature hat, was dann auch wirklich Spaß macht, als Hermit, feuerfrei, aber im Moment ist es halt so, die Kämpfe nerven und auch dieser Parcours, das macht ihr einmal, dann wollt ihr das eigentlich nicht mehr sehen. Ihr habt noch eine andere Variante, eure Panzer zu testen, das passiert dann automatisch sozusagen durch eure Mitarbeiter. Da könnt ihr aber eher Produktionsfehler aufdecken. Wo wir beim nächsten Thema dann auch wären, die Panzerproduktion, die gliedert sich nochmal auf in ein Engineering, also in eine Entwicklung von einzelnen Komponenten, beziehungsweise fangen wir vorne an. Wir fangen bei der Forschung an, also ihr habt einen Forschungstree, der untergliedert sich in drei große Bereiche. Das ist Mobilität, Feuerkraft und ich weiß nicht was. Blende ich dann ein. Ihr habt die Struktur, genau, Struktur müsste das sein, ja. Die drei großen Bereiche, dann habt ihr, wenn ihr auf den Reiter geht, ein Skill-Tree, ein Forschungsbaum, da steht dann Tier 1, ja. Und ihr kommt nicht mehr weiter nach rechts, sozusagen. Das sieht jetzt auch erstmal alles sehr, sehr limitiert aus, halt, ja, weil ihr ziemlich gefangen seid in einer Bauphilosophie eines Panzers zu dieser Zeit. Könnt ihr dann forschen. Ihr habt natürlich ein Forschungsgebäude, was ihr weiter ausbauen könnt oder könnt Wissenschaftler einstellen, um die Forschung eben zu beschleunigen. Wollt ihr in das nächste Tier, müsst ihr, ich sag mal, Erfahrungspunkte sammeln an einer Stelle,
wo ich noch nichts zu sagen kann. Also zum Beispiel, wenn berühmte, das sind auch wieder historische Figuren, die zu eurem Unternehmen stoßen und dort bestimmte Aufgaben übernehmen. Ja, also irgendein berühmter Ingenieur übernimmt dann bei dir in deiner Entwicklungsabteilung den Entwurf von neuen Panzern oder so. Das gibt dann gleich mehrere tausend Erfahrungspunkte und ihr braucht relativ viel von diesen Erfahrungspunkten, um dann ein Level-Up auf das nächste Tier zu haben halt, ja. Und ich habe irgendwie von 400.000 habe ich so 5.000 oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau, ja. Also da weiß ich auch noch nicht, wie das gebalanced ist, wie gut das funktioniert, da kann ich noch nichts zu sagen. Prinzipiell finde ich die Idee ganz interessant, ist mal ein bisschen neuerer Weg, die Art, die Forschung zu gestalten und dann kommt ihr eben ins nächste Tier. Und jedes Tier, so wie das zumindest gerade aussieht, ist für sich genommen, unheimlich ausführlich. Also, und ihr müsst immer gucken, gehe ich da rein, dann passt das wieder nicht, komme ich da ins Hintertreffen und so weiter, ja. Also, da müsst ihr euch Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich bauen, was will mein Kunde, das wird dann auch immer gesagt, was die Doktrin der Nation England zum Beispiel beinhaltet. Schwerer, langsamer, kampfstarker Panzer oder kann sein, die nehmen dann zusätzlich in ihre Doktrin noch mittlere Panzer, die schnell sind und mit MGs bewaffnet sind, nehmen die noch mit auf und dann könnt ihr auf einmal auch einen mittleren Panzer bauen und eben verkaufen. Oder ihr habt auf einmal eine andere Nation, die mit euch Handel treiben möchte und die haben vielleicht nochmal ein ganz anderes Modell, ja? So, das ist die Forschung und dann erforscht ihr halt immer neue Sachen. Aber es ist nicht so, dass neu erforschte Sachen direkt im Panzer drin sind, sondern das müsst ihr einpflegen und das macht wirklich unheimlich viel Spaß, sich da Gedanken drüber zu machen, wie mache ich das geschickt. Eure Währung vor allen Dingen ist natürlich Geld. Ihr habt wichtige Ressourcen, Stahl, Gummi, Keramik kommt später noch dazu und so weiter. Ihr habt verschiedene Härten von Stahl, ihr habt Eisen und so weiter. Ja, also ihr habt verschiedenste Ressourcen, aus denen die Panzer gebaut werden. Ihr habt aber die ganz, ganz wichtige Ressource ist Zeit und Arbeitskraft. So, und wenn ihr forscht zum Beispiel, dann dauert das 20 Tage, bis das erforscht ist. Ja, und wenn ihr jetzt dieses neue Ding, was ihr erforscht, in den kommenden Auftrag mit reinkommt, könnt ihr nicht sagen, nach 20 Tagen ist das fertig, dann kommt der neue Auftrag und dann ist das schick. Nee. Dann habt ihr zum Beispiel jetzt, ihr erforscht einen neuen Stahl, ja, dann ist der neue Stahl fertig. Ah ja, geil, jetzt kann ich einen neuen Panzer bauen, ist nicht fertig. Sondern ihr müsst diesen Stahl erstmal in die einzelnen Komponenten einpflegen sozusagen. Also ihr habt beim Panzerdesign verschiedene Großbausteine sozusagen. Also ihr habt den Rumpf, das Chassis, ihr habt die Antriebseinheit Motor, ist ein einzelnes Teil, ihr habt die Antriebseinheit Kette und Räder. Dann habt ihr die Geschütztürme, dann habt ihr die Waffen, also die MGs und die Kanonen selbst. Das sind so eure großen Baustellen. Und wenn ihr jetzt den neuen Stahl entwickelt habt, müsst ihr erstmal in das Chassis zum Beispiel, in den Rumpf, diesen Stahl einpflegen sozusagen. Ja? Also einen neuen Entwurf machen mit dem neuen Stahl. Dauert dann vielleicht nochmal 12 Tage. In diesen 12 Tagen könnt ihr sonst nichts anderes von diesen Bausteinen bauen. Ja? Also in euer Ingenieurbüro macht das. Okay, aber in euer neues Panzermodell soll ja auch der Geschützturm halt mit diesem neuen Stahl versehen sein. Also müsst ihr danach, wenn nach diesen 12 Tagen, nochmal den Geschützturm mit neuem Stahl. So, dann seid ihr schon bei, weiß ich nicht, 40, 50 Tagen insgesamt. Und jetzt könnt ihr den Panzer aber immer noch nicht bauen. Jetzt müsst ihr in einem anderen Büro, in der Panzerentwicklung, dort entwerft ihr, das ist ein separates Gebäude auf einem Fabrikgelände, dort entwerft ihr dann das eigentliche Panzermodell, was dann so auch gefertigt wird. Und diese ganzen Teile müsst ihr dann dort zusammensetzen. Da habt ihr dann verschiedene Varianten von Geschütztürmen, ihr habt verschiedene Varianten von Ketten in eurem Ingenieurbüro entwickelt. Und dann setzt ihr das zusammen und das kann ruhig dann nochmal 60 Tage dauern, ja. Und so habt ihr eben eine riesige Zeitspanne von der Erforschung
bis dann das Ding serienreif ist. Und wenn ihr den Prototyp quasi habt, dann geht ihr nochmal auf ein Testgelände. Das dauert auch nochmal 12 Tage. Und da könnt ihr nochmal Fehler, die bei der Produktion entstanden sind oder beim Entwurf einfach nicht gut sind, wo Crewmitglieder sich behindern und so weiter, ja, irgendwelche Sichten nicht gut sind oder die stehen sich auf den Füßen rum. Das könnt ihr dann nochmal, ausmerzen, so Feinarbeiten machen. Das ändert aber nichts an der Gesamtperformance, die der Panzer bringt, sondern nur an dem, ich nenne es mal Prestige, die er hat. Also nennt sich Panzer-Fame halt bei dem Spiel. Ja, also wie mehr Panzer-Fame, umso eher wollen die Kunden dann auch dieses Fahrzeug wirklich kaufen. Und dann könnt ihr das Ding erstmal produzieren. Dann dauert das nochmal eine Zeit, die es produziert, sagen wir mal 30, 40 Tage. So, wenn ihr genug Ressourcen habt, also Materialien, habt ihr die nicht da, dann müsst ihr die bestellen. Wollt ihr die billig kaufen, kauft ihr die in Afrika oder Indonesien oder so halt. Das dauert aber 30 Tage, bis das da ist. Also müsst ihr auch immer gucken, dass ihr dann schon die Materialien, bevor ihr den Panzer fertig habt am Reißbrett, müssen die Materialien da sein. Wenn ihr dann sagt, oh, jetzt baue ich den, ach scheiße, Materialien, verzögert sich's wieder um 30 Tage, ja. Dann müsst ihr liefern und die Lieferung sowohl der Materialien als auch des Panzers können sich verzögern durch Unfälle oder so. Es können auch Arbeiter auf dem Fabrikgelände halt verunglücken und so halt, ja. Also ihr seht, ihr habt ein recht komplexes Zeitkonstrukt, was ihr immer im Auge haben müsst. Das müsst ihr verbinden mit eurer Vision eines neuen Panzers. Und wenn Panzer sich gut verkaufen, müsst ihr ja auch gar nicht die neuen Erfindungen da sofort einbauen. Solange die sich gut verkaufen, nee, dann fassen wir das nicht an, ne? Aber dann fangen wir schon mal an, vorauszuplanen und schon mal das nachfolgende Modell, was dann ja radikal neu ist vielleicht, oder ihr macht nur ein kleines neues Update und mit einem neuen Stahl zum Beispiel oder setzt eine neue Optik drauf oder eine andere Kette oder so und lasst aber den Rest unberührt, dann seid ihr natürlich viel schneller wieder in der Produktion und seid vielleicht konkurrenzfähig. Und diese Balance hinzubekommen, welche Technologie, das dauert lange, aber das geht ein bisschen schneller, das könnte ich dann damit einbauen, das dauert lange, da müsste ich langfristiger planen, dann plane ich ein komplett neues Modell, dann tun wir den alten ein bisschen faceliften, um den Kunden so bei der Stange zu halten, ja, und dann, jetzt habe ich gerade einen Fun und meine Freundin hat gerade angerufen, die müsste gerne mal zurückrufen, dann kriegt er so ein bisschen Facelift, bis ich dann mein neues Modell eben habe, um so trotzdem ein bisschen Cashflow zu generieren halt, ja. Also das macht unheimlich viel Spaß. Ihr habt da ständig, ihr habt immer so einen leichten Druck, den ihr verspürt und das ist unheimlich motivierend. Und wo wir jetzt dann auch nochmal eine Schwäche dieses Spiel nennen möchten, die Aufträge sind relativ selten, also es gibt nicht viele Aufträge, kann sein, das ändert sich noch, wenn ihr mehrere Nationen habt, die auch verschiedene Panzermodelle dann suchen, weil das wird ja immer komplexer, das geht schon so nach 1-2 Jahren, stellt ihr fest, dass einfach das komplexer wird, einfach weil ihr mehr Teilchen habt, ja, weil ihr, das hatte ich auch noch nicht gesagt, Beutepanzer habt, die ihr sezieren könnt und dann halt, meinetwegen, ihr habt 2 deutsche Beutepanzer, dann könnt ihr, geil, die haben viel effizienteren Antrieb oder ihr nehmt den Luftfilter aus dem Motor, weil der einfach besser ist als der in eurem britischen Motor und so, und das ist dann richtig geil, ja, da habt ihr nochmal einen fetten, also zusätzlich zu eurer Forschung kriegt ihr nochmal neue Teile, neuen Input und, das wird immer abgefahrener sozusagen. Aber dennoch habt ihr ein sehr repetitives Spielerlebnis. Man kann es fast als Grind bezeichnen, aber ein sehr geiler, ein sehr angenehmer Grind, wie ich finde. Aber ihr macht trotzdem immer das Gleiche halt, ja. Aber ihr seid eben immer, wenn ich da erstmal bin, dann kriege ich einen ganz neuen Typ. Und dann habe ich auch wieder mehr Last auf der Kette und dann kann ich die fetten Kanonen drauf und die neuen MGs und dann kriegen die eine Optik. Und wie gesagt, ganz toll zu sehen, was auch dann gibt es Kommunikation. Dann hatte ich dann schon so Sprachrohre und eine Optik und so Wimpel obendrauf. Man ist dann auch, wenn man ihn dann sieht, seinen neuen, seinen Fortschritt, seine Entwicklung,
Entwicklung, man baut halt was, ja. Es ist toll, also es ist wirklich richtig, richtig großartig, wenngleich halt auch die Vergabe der Aufträge zu einfach ist, also es ist zu ersichtlich, kriege ich den Auftrag oder kriege ich den nicht? Ihr habt so einen Score, wenn der Score grün ist, kriegt ihr den in jedem Fall. Da würde ich mir wünschen, dass dann vielleicht jemand anders nochmal in geheimen Verhandlungen irgendwo war und einer hat uns ein besseres Angebot gemacht. Tut mir leid, weil wenn ihr Aufträge mal nicht bekommt, dann kommt ihr schon wieder in Schwulitäten. Ja, da wird es schwierig. Dann was muss ich einen Kredit aufnehmen. Scheiße, ja, ich hatte gerade ein neues Projekt geplant. Und das würde noch ein bisschen mehr Thrill, sag ich mal, reinbringen und es ein bisschen schwieriger machen, das fände ich ganz gut, aber No Front, das ist eine Early Access, das müssen wir uns immer im Hintergrund halten. Für eine Early Access spielt sich das butterweich, super flüssig, geiles Artwork, geile Grafik für einen Tycoon. Die Fabrik macht richtig viel Spaß, die ist groß. Wenn ihr Nebengebäude ausbaut, jedes Gebäude wird auch dann animiert gebaut. Ihr seht Oldtimer da rumstehen, kleine alte Panzer. Und ihr werdet natürlich dann im Laufe der Zeit eure Fabrik immer weiter modernisieren. Ja, und irgendwann steht dann da wahrscheinlich ein super moderner Rüstungskonzern. Und das ist, glaube ich, dann auch richtig, richtig geil. Was haben wir noch? Genau, ja, da sind wir eigentlich schon durch mit den Punkten, die ich ansprechen wollte. Ja, als Einzige, was noch ein bisschen stört, aber auch das müssen wir mal schauen, wie sich das dann beim Polish des Games bei Release, also bei Full Release, dann darstellt, ist, man guckt ziemlich viel auf den Ladebildschirm. Also wenn ich jetzt in der Forschung bin und gehe zurück aufs Fabrikgelände, dann kommt ein Ladebildschirm, dann bin ich auf dem Fabrikgelände. Und dann, ich möchte jetzt zu den Ingenieuren, dann klicke ich die Ingenieure an, kommt wieder ein Ladebildschirm und bin bei den Ingenieuren. Also da möchte ich dann schon mal die Frage in den Raum stellen, ist es nicht möglich, das ohne Ladebildschirm zu machen? Weil, also, ne, es ist nicht viel, was da geladen wird, so, ne, zumindest an Texturen. Aber ich denke mal, das kann man vielleicht, wenn das dann gepolished wird oder so, das Spiel, noch verbessern. Ja, ist das Spiel ein Kauf? Das ist die ganz große Frage. Das müsst letzten Endes ihr selber immer entscheiden. Ich für meinen Teil finde ja. Dreimal ja. Auch wenn das Spiel Schwächen hat, aber es ist eben auch eine Early Access und es ist crowdfinanziert. Es kommt von einem richtig, richtig geilen Publisher, der Ehre im Leib hat, muss man einfach mal so sagen. Und es ist ein kleines Studio und ich persönlich finde, ich bin sehr waffeninteressiert. Ich mag eigentlich auch Tycoon-Spiele, wenngleich ich schon lange kein Tycoon-Spiel mehr gespielt habe. Ich finde die Panzerwaffe hochinteressant. Ich bin historisch interessiert. Ich bin am Zweiten Weltkrieg interessiert. Am Ersten auch wenn ich da weniger weiß. Also von daher trifft es für mich einen Nerv, der mal getroffen werden musste, sag ich mal. Also es füllt einfach eine Lücke in dem Genre der Tycoons und es gibt auch einfach wenig gute Tycoons. Zumindest mein Eindruck, aber da bin ich nicht ganz so drin. Und mich hat es extrem gefesselt, das macht mich extrem süchtig. Ich werde es jetzt nicht 3 Wochen am Stück jeden Tag spielen, aber wenn ein neuer Patch kommt oder so, schaue ich da immer mal wieder rein. Es wird jetzt noch eine Folge auch auf dem Kanal geben, könnt ihr euch angucken. Link schicke ich, schreibe ich euch in die Videobeschreibung und dann könnt ihr euch da selber mal einen Überblick machen. Für mich ist es ein Kauf, ob es für dich ein Kauf ist, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, für jeden, der sich das Video bis hierhin jetzt angeguckt hat, sollte es zumindest auf die Wunschliste packen. Und damit helft ihr dem Entwickler auch schon. Das finde ich auch schon klasse, wenn man sagt, Mensch, finde ich interessant euer Projekt, gebt mal noch ein bisschen Gas, dann kaufe ich es vielleicht. Ja, das ist auch legitim. Also Wishlist auf jeden Fall und Kauf müsst ihr selber entscheiden. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Rezession, mit dem kleinen Review hier den einen oder anderen Impuls, in welche Richtung auch immer, geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.